Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fort im 2 gegen 2 Modus zusammen mit Salzwerk. Und wir sind hier auf der Map Flügelmann oder so unterwegs. Und das Ziel ist, dass wir beide Feuerlaser ohne Ende bauen und damit die Gegner einfach verbrennen bis zum geht nicht mehr. Und ich bin der Salz hier und ich bin auch dabei. Richtig. Auf geht's. Bin mal gespannt, ob das klappen wird. Ich meine, Schilde sind ja schon ein bisschen Hardcounter, ne? Ja, wir müssen quasi so schnell sein in der Umsetzung, dass sie gar nicht dazu kommen, welche zu bauen. Okay. Ja, ich bin gespannt. Ja, es wird nicht einfach. Ne, wir warten. Ja, ich muss auch gerade erstmal auf die Ressourcen. Warte, bist du unten? Ja. Dein Fort sieht ein bisschen schief aus, mein Junge. Bisschen nach hinten. Ja. Gewölbt. Gewölbt. Das ist ein guter Ausdruck dafür. Oben rechts Workshop und links weiß man noch nicht so genau. Schön geheim. Deine, ja. Ich hab mir gedacht, ich probiere es gar nicht erst, ich meine. Ja, macht auch kaum Sinn, also. So, machen wir nur Feuerlaser, das heißt, eigentlich brauchen wir gar keine zusätzliche Speicher, ja. Wenn das energietechnisch mal so hinkommt, ich meine, wenn du zwei feuern willst, brauchst du ja schon 6000 Energie. Dann schon, aber die bauen ja eine Weile, ich meine, jetzt gerade. Zu dem Zeitpunkt. Also, wenn man keine Plasmas gehen will, braucht man halt auch keine Sturge. Nee, das stimmt. Nur genug Windturbinen. Ich habe das mal mit Matteo, glaube ich, zusammengespielt gegen Finn und Ambu. Du hast es sogar gecastet, I guess. Wo ich, glaube ich, drei Feuerlaser hatte und den unteren von den beiden so genervt habe. Was heißt genervt? Eigentlich. Hat er die ganze Zeit gebrannt. Das war so schlimm, dass sie einfach gar nicht in den Tritt gekommen sind. Und wir die dann holen konnten. Ja, ich erinnere mich an das Replay. Das war not bad. Bin mal gespannt, ob wir das hier reproduzieren können heute. Ja, schön wär's. 46 ist das, ne, die Höhe? Ja. Snipet jemand, okay. Also der Fleckenstein oder der Jojo, ich weiß nicht, wer von beiden die Bottom Base ist, aber die sieht nicht schlecht aus. Ja, das stimmt leider. Ich mag die Musik auf der Map, die ist so schön entspannt. Ein bisschen verbaut. Oh, ich habe vergessen, meinen zweiten Feuerlaser zu bauen. So. Bin ich mal gespannt, gegen was wir spielen werden. Ich hoffe nicht Nukes, aber es sieht ja nicht so aus. Doch, oben kommt Nukes. Alarm. Okay. Dann beginnt jetzt Operation Defense. Operation Defense initiated. Ah, das klappt leider nicht. Ah, so vielleicht. Ja, sehr schön. So, Stabilität. Ich brauche die Ressourcen. Komm schon. Also ich kann dich nicht verteidigen, leider. Oder nicht gut. Wenn ich die Türen aufmache, bevor der schießt, kann ich mich selbst verteidigen. Also ich habe einen Feuerlaser ready. Aber mehr leider noch nicht. So, jetzt habe ich auch den zweiten ready, aber ich brauche eine Tür. Dito, ich brauche auch Türen.
Der schießt auf dich. Ja. Aber vielleicht können wir das dadurch vielleicht verhindern. Mal sehen. Ja, siehst du mal. Guck einer an. Ich halt da einfach mal rein. Na, damit wir die hier mal ein bisschen in Schach kriegen. Da halte ich doch direkt mit rein. Ja, ich meine, die Economy mal ein bisschen ausbauen. Oh, Kanone. Das war meine Stromversorgung. Okay, es wird ein knappes Game. Es kommt der nächste Dings, aber ich kann die abwehren wieder. Oh, scheiße, ich hab verfehlt. Ah, okay, wir haben genug. Anti-Air, I guess. Hallo, Gunner, Gunner. Es kommt halt tatsächlich eine durch. Sie hätte fast mein Schild kaputt gemacht. Es ist so dreist. Ich kann den oberen Gunner nicht abschießen. Du musst das machen. Welchen oberen Gunner? Sniper, meinst du? Ja, den oberen Sniper. Der ist zu hoch, sorry. Down. Shit. Mir fehlt's an Strom, mir fehlt's richtig an Strom. Wenn der die, wenn der die Kanone auf mich bringt, habe ich ein Problem. Ja, mir fehlt's gerade auch ein bisschen an Strom, aber ich arbeite dran. Bist du ready mit Strom? Nein. Ich habe einen Laser verloren. Ja, habe ich mitbekommen. Versuch da mal rein zu brutzeln, aber es scheint nicht auch bis zum Dienst durchzukommen. Oh shit! Ich hab mich. Ich hab mich da nicht. Kann ich dir irgendwie helfen? Brauchst du irgendwas? Mehr Gunner oder. Leben mehr würde Druck helfen. Aufgeben? Okay, okay. Ich meine. Scheiße! Ja, mein Core war schon offen. Das war schade. Das haben die wirklich gut gespielt, muss man leider sagen. Da habe ich zu cocky gebaut, auch zu instabil. Oh shit. Oh, die Nuke, Alter, wurde rausgenommen. Du kannst halt noch Gunner frontal platzieren, die halt nicht trench-mäßig schießen, sondern vorne raus. Ja. Das hat bei mir zumindest gut funktioniert, sagen wir so. Ja, das Ding, ich habe mit den Kanonen dann doch ein Problem. Boah! Wahrscheinlich eher oben drauf. Oh, scheiße. Blanker Durchschuss. Oh, nicht in den Laser, bitte, nicht in den Laser. Oh, scheiße. Nein, alles gut. Ah, die Nuke! Oh, hoch! Gunner. Du brauchst unten Stahlbalken, sonst sägt er dich. Jo. Copy that. Gunner unten sind offen. Okay, das hast du schon gesehen. Ja, wie nimmst du die am besten raus? Schwer zu sagen. Muss halt irgendwie in den Angriff kommen. Ah, shit, da war nur noch eine Tür, fuck. Aber Laser lebt noch. Lol, true! Und der Sniper ist futsch gegangen. Ja, ich brauche hier härteres Material. Vielleicht beim oberen einfach mal irgendwo anders oder so drauf. Reicht leider nicht. Ich brauch noch da ist nichts Platz. Drin, da ist nichts drin. Da ist nur Sandsäcke drin. Du musst da drunter schießen. Achso, okay. Are you sure? Ja, 100%. Okay. Du musst tiefer schießen. Angenehm. Warum brennt seine Nuke? Die spielen auch Feuervogel. Ja, das kann leider sein, ja. Interesting. Das ist einfach ein Feuervogel gegen Feuervogel-Match. Oh, das ist der Chor. Du bist so ein Gott. Hast du Gunner, hast du Sniper? Die oberen, die drei Gunner, einfach drauf feuern. Ja, warte, gruppieren. Ja. Reicht schon, jetzt ist dicht. Ist dicht. Okay. Nochmal Laser hinterher, dann hat sich der. Siehste? Junge, du bist ja so ein Profi, das gibt's ja gar nicht. Er carried das Game für uns. Oh scheiße, jetzt kommt gerade die Sonne richtig raus, Alter. Was ist das denn? Ich sehe gar nichts mehr auf meinem Bildschirm.
Wenn du noch Stahl hast, mach noch mehr Türen vor deine Laser. Ja, sonst ist halt Cannon One-Shot. Ne, ich frag mich, was der da hat. Der hat die Nukes, aber oben baut er jetzt eine Flak. Er hat halt überall Schilder. Oh, der war nix. Und der war auch nix. Jetzt baut ein Sniper. Ich sehe halt nix. Oh, fuck. Okay, ich muss scheiße. Und er brennt ab. Er merkt es nicht. Bin wieder da. So. Du brennst. Brenne. So, das ist ganz komisch, was da vorne reinkommt, aber mal gucken. Oh, es ist Smoke. Der hat Smoke. Du musst den Sniper jetzt wirklich nutzen. Ja, ist drin. Nice. Doch auf Hotkey gelegt. Zack. Ah, nein, ein Stückchen zu tief. Jetzt hast du ein Problem. So. Doch nicht. Zack. So. Er kann da jetzt nicht reparieren, wenn du drunter feuerst. Okay. Ja, ich hab halt auch ja, das. Ja, trotzdem. Er kann nichts machen. Es brennt, jetzt kann er erst. Ich brenne auch. Oh, perfekt. Eigene Dings getroffen. Nein, oh, oh. Aua. Okay, aber das sollte hier noch in Ordnung sein. Ich baue mal eine Shotgun. Damit ich vielleicht besser verteidigen kann. Scheiße. Doch, die ist durchgeflogen. Ah, okay, ein bisschen tiefer. Über diesem Schild, über den du siehst, ist die disabled worden. Schönes Ding. Schön. Erstmal selbst bemeißen, das ist immer Junge, wichtig. Leute, seht ihr, wie der uns carried? Das ist ja nicht normal. Ich bin so hart am Schwitzen, Alter, das glaubst du gar nicht. Ah, hier habe ich noch keine gute Energieeffizienz. Baut jetzt Gunner. 2, 3. Aber jetzt kannst du ihn richtig rausnehmen. Das ist roher Schaden. Roher Schaden. Das ist ganz roher Schaden. Die Gunner sind jetzt fertig, also EMP kommt nicht mehr durch. Boah, hast du den Snipe gesehen, Alter? Hab ich gesehen. War on point. Aber oh mein Gott. Er macht einfach so ein W, wo die einfach... Oh, perfekt. Also unten ist... Genau. Das war eine Mine, die ist futsch. Minigunner da oben. Das heißt, er hat nur noch 2 Minen. Ja, ist ein Minigunner. Mein Ford wackelt leider auch nicht, brenne. Seins. Seins auch. Danke sehr. Du kannst unten nochmal reinlasern, da wo du gerade auch reingelasert hast, da ist man noch offen. Boah, jetzt fällt er. Er fällt. Oh mein Gott. Ja, so schön gemacht, so schön. Da ist wieder hier die Kronkinator Schule Masterclass, du. Boah, was ein Match. Das war wirklich gut gespielt. 2-1, ey, da. Wie hab ich Jojo aus dem Game genommen? Du hast durchgesäbelt, dann ist alles zusammengestürzt. Einfach auf dem Chor, da war auch nur Holz. Krass. Zweiter, wunderschön rausgenommen und den ersten auch wunderbar. Boah, lecker. Jeder Feuerlaser perfekt rein. Der zweite direkt hinterher, die Balken brechen, alles geht kaputt. Chor ist offen, Minigunner gruppiert, auf den Chor geschossen. Der Chor hat kaum noch Leben danach gehabt. Und dann hat ein Feuerlaser, glaube ich, sogar gereicht. Ja, hier der Schaden, böser Schaden. Alles dunkel am Qualmen, dann kam der Feuerlaser und dann war es GG. Ja, wunderschön. Was wolltest du sagen? Heftiges Match. Ja, heftiges Match. Ja. In dem Sinne hoffen wir natürlich, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.